Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Yoshi's Crafted World. Heute haben wir Freitag, den 29.03. Es ist Release Day und wir stürzen uns gleich rein in das dritte Level Piratenpapier. Ich habe ja den ersten Part gestern schon hochgeladen, wer ihn verpasst hat. Ich verlinke ihn jetzt hier oben, ist es glaube ich oder hier? Nee, ich glaube hier in der Infobox, haut gerne rein. Das ist der erste Part und heute ab Release eben den zweiten. Es kommen drei Parte ab jetzt täglich. Und mindestens in der ersten Woche, in der zweiten sehen wir dann ja mal weiter. Und das ist total süß. Die Sidegeist haben hier Piratenköpfe auf. Also ich finde die Einzelheiten mit dem Spiel sind so schön gemacht. Macht mir erst total viel Spaß, das zu spielen. Also, habe ich den ersten Part schon gemerkt. Mann, das ist so süß. Das Spiel macht richtig viel Spaß. So, muss mich aber erstmal dran gewöhnen, weil Yoshi's Woolly World, was ich damals irgendwie so einmal displayed habe, war wirklich eines meiner ersten Yoshi-Spiele, die ich so. Klar, Yoshi's Island und so Zeugs, aber halt auch nur so halbart. Das ist ja wirklich eines der ersten Yoshi-Spiele, die ich so richtig gespielt habe, deshalb nicht wundern, falls ich jetzt noch nicht so gut bin. Anfängermodus nehme ich einfach aus dem Grund, oder dieser Geschilder-Modus, weil ich einfach das ganze Geschild spielen will, ohne irgendwelche großartiges zu verrenken. So, was denn das hier? Ich habe keine Ahnung. Ah ja, das, die müssen wir jetzt alle einsammeln in der Zeit. Leichter gesagt als getan. Was sind denn hier? Digga. Danke. So. Irgendwie ist es an dieser Stelle total schwer, hier irgendwo hinzuspringen. Keine Ahnung wieso. So, das nehmen wir mit. Na, was geht? Ja, moin, hi. Hi. Lol, ich hab überhaupt nicht gemerkt, dass ich gerade offen hab. Ich dachte, ja. Das sind so, du bist hier ganz allein. Ich bin so. Ich bin 3 Minuten, ich bin gleich wieder da. Kein Stress. So, wo war es krass geblieben? Also, sorry, Leute, ich kann nicht mal Discord reinkommen. Wenn ich das gerade gemütet habe, ich glaube nicht. Hab nämlich angelassen hier. Das macht nämlich gerade Dirk nach dem Yoshi's Stream hier so eine Aufnahme, aber das macht ja nichts, ich konnte ja nicht wissen. So, so. Ich will jetzt wohin. Yay. Hab ich das jetzt mal soweit erreicht? Soweit, so gut. So, nope, die holen wir jetzt nach. Oder auch nicht. Ja, wunderbar. Also dieses Flieger-Item hier, damit kann man ja fliegen. Das hilft tatsächlich. Klar, das macht das alles viel einfacher und blablabla werden jetzt die, ja, es ist Baby-Item. Habt ihr natürlich schon irgendwo auch Rest, aber ist, ach, scheiße. Gerade für so sichtbare Loops wie Miss, hat er schon was. Und das ist, finde ich, macht Spaß. So, hier gibt's wieder irgendwas. Oh Gott. Hier braucht man genügend von den. Ich hoffe, das sind wirklich nur die drei. Komm halt mal da raus aus dem Versteck. Danke. Ah, wir haben auch genug. Wunder. Oh, da haben wir es weit verpasst. Kein Pfeil, wo die sind. Die werden allerdings auch wieder gefunden. Hoffentlich. Lol. Was ist das für ein Ei hier? So, du bist weg. Wunderbar. Hier haben wir das nächste, aber das. Nope. So, den gehen wir einfach schön aus dem Weg. Probieren zumindest. Schaffen es auch halbart. Ja, wunderbar. So, weil mit dem Item hier bleibt man doch relativ lange in der Luft. Das ist sehr angenehm.
Stopp. Hier hätte es irgendwo die. Was ist es, dieses Item? Was ist dieses? Irgendwas sagt mir, dass sie hier irgendwo drin ist. Oder ist einfach nur so blöd bin, um das zu finden. Nope. Als ob mich das nur so wenig Leben kostet. Alter, das war gerade mein Glück. Ja, Digga, wo? Warte mal. Ich glaube, man muss hier nochmal. Einmal muss man noch draufhauen. Das ist aber auch wirklich alles nur eine Vermutung. Das ist aber auch totaler Schwachsinn. Aber wo? Hier ist was. Jo, Leute, sagt es doch gleich. Aber wie kommt man das hin? Oh nee, da kann man auch so nicht drauf springen, okay. Out. Nein. Scheiße. Ja, sieh. Mach keine Dummheiten. Yay. Und jetzt nix sie weg hier in, zum Ziel, bevor wir jetzt hier noch vermalmt werden. So, yay. Bis auf einen haben wir alle eingesammelt. Das ist in Ordnung. Hier gehen wir jetzt einfach mal durch. Und dann. Kanone. Yay. Yikes. Jetzt kommt schon der erste Boss, oder wie? Und was glaubst du, wohin? Ich tunk dich ins Wasser, Yossi. Ja, da kommt der erste Boss hier sogar schon. Ja, wir haben Respekt, wie ist das gehört. So, mal schauen, wer hier jetzt gleich runter. Ah ja, das ist den. Ich glaube, muss man einfach. Also, ich will jetzt noch nicht den Abend von Tag loben, aber. Ja, moin, das war gerade ein bisschen unfair. Und eigentlich. Okay, die können sogar einen selbst auch treffen. Wie eigentlich müssen wir den nur dreimal treffen und dann war's. Also, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht den Abend vor dem Tag hier irgendwie. Es ist überhaupt immer, dass nur dreimal ist, vielleicht auch viel mehr. Okay, das war. Ja, 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 ist gut, ist gut. Ich sag ja, man sollte definitiv nicht den, Band vor dem Tag irgendwie loben, aber ich glaube, der ist weg. Ja, moin! Ging eigentlich doch, hätte ich es auch komplett ohne irgendwelche, was abzubekommen, schaffen müssen sollen. Macht nix, so geht's auch. So weit, so gut. Wir sind zufrieden. So. Da haben wir das Level geschafft. Wunderbar. Hey, Yossi. Ja, was gibt's? Wie hat die Octodox gefallen? Hattest du eine schöne Zeit? Ja, natürlich. Ich hatte gehofft, man könnte mir da vielleicht etwas besorgen. Ich benötige folgendes. Plattfisch. Ein Hinweis gern. Ein großer Fisch, der am Meeresgrund lebt. Einfach mit einem Ei bewerfen. Ei, das sind so Nebenmissionen. Mach es. 5 Grinseblumen. Ja, das ist das. Ich sag ja, man braucht die, weil man die im Nachhinein irgendwo dann einfach misshallen muss. Deshalb ist es wichtig, möglichst viele Grinseblumen einzusammeln. So, also neben mir tun, mache es mal, wenn ich Grenzeblumen brauche. Weil ich dann eh nochmal zurück muss in die Welten. Habe ich mir jetzt so gedacht, das dürfte eigentlich auch funktionieren. Glaubt ihr es? Wobei, warte mal, hier ist jetzt da so ein, nee, ich will noch nicht in, ich will noch nicht in das Losstand. Das machen wir erst ab dem dritten Part. Ich gehe dann
doch nochmal zurück, glaube ich, hier rein. Und mach dann. Nee, aber das ist auch blöd. Nee, komm, komm. Wir machen jetzt, wir fangen an. Es überlegt gerade, oder? Nee, wir machen einfach da im nächsten Part weiter. Und schauen uns jetzt an, was das hier ist. Wunderballautomaten. Wirf eine Münze ein und drehe den Hebel, um ein Outfit zu erhalten. Welches wird es wohl werden? Ja, cool. Probieren wir es doch einfach mal aus. Und schauen, was es hier gibt. So. 100 Münzen. Ja, komm. Einmal machen wir hier. Yay. Jeks. Und was haben wir? Leuchtturm. Yay. Ach, coole. Ach, das sind so Outfits. Man kann in Yoshi so richtig outfitten. Moment. B. Nein. Scheiße. X. Als wenn wir Outfit ändern. Hier. Alter. Ja, moin. Jetzt laufen wir da als Leuchtturm rum, oder wie? Ja, hallo, ich bin Yoshi. Und ich bin Leuchtturm. Ja. GG, sag es nur. GG. Ja, Leute. Interessant. So. Mit dem Leuchtturm Yoshi. Danke bis ganz ehrlich beim Zuschauen von dem Part. Der heute war es nicht so lang. Die nächsten werden länger. Ist nur weil die nächste Zone. Nämlich das Losland. Machen im nächsten Part. Ich bedanke mich soweit ganz ehrlich beim Zuschauen von dem Part. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.